Feier. Ich bin schon sehr dafür. Ich bin Repetent. Also ich bin schon letztes Jahr auf Weihnachtsfeier dabei gewesen. Und also je nachdem, die Meditation war eigentlich, hat mir auch schon ganz gut gepasst. Schon auch, weil ich nicht schwul war. Und die Weihnachtsfeier, ja, es ist ja wieder voll gewesen und zu lang letztes Jahr gedauert. Also in den Geiling ist man einfach gleich mal angesessen. Und ja. Ja, und deine Frage, wieso war am Weihnachten, Freitag, wenn es am Freitag, den 13. Weihnachten ist, wieso verschieben sie es halt dann auf den Sonntag danach? Die Freitag, den 13. Weihnachten? Was. Was ist jetzt. Seit warum ist die Freitag, den 13. Weihnachten? Vor dem Lebensdag kommen. Ja, komm mal her. Ja, was haltest du grundsätzlich von der Weihnachtsfeier? Von der einer Schule? Ja. Ja, ich habe sie zwar noch nie miterlebt, aber es soll recht toll werden. Ja, deine Frage, wo befindet sich das Morgenland? Weißt du das zufällig? Nein. Jetzt wirklich, gut dann. Und dann ja noch eine Frage, also wieso heißt denn der Jesus von Nazareth, wenn er in Bethlehem geboren ist? Ja. Ja, weil Nazareth einfach. Liegt in der Nähe, ne? Nein, weil Bethlehem ist so unbekannt und nachher einfach in Nazareth. Wissen die Leute da in Amerika, Nazareth. Weil beim Bethlehem ist das gleiche wie wenn in Deutschland jemand sagt, wenn Sam jemand gefragt wird, weißt du, wo Kaltern ist? Dann weiß ich, dass ich keine Ahnung, wo bin. Wenn man fragt, wo Rom ist, dann weiß es logisch jeder. Gut, danke dir. Ja, was haltest du von der Weihnachtsfeier in der Gewerbeober und Weihnachten im Allgemeinen? Von Weihnachtsfeier in der Gewerbeober ist eigentlich recht gut. Ja, ist eigentlich eine super Idee, wieder sie einzuführen, weil es eigentlich recht lustig ist. Und das Essen danach finde ich eigentlich auch recht gut. Ja. Ja, und jetzt ein paar schwierige Fragen. Wo ist denn das Morgenland? Das Morgenland? Ja, Jerusalem, in Osten. Richtig. Welchen Beruf hat denn der Jesus von Nazareth ausgeübt? Zimmermann, so etwas. Und wieso Jesus von Nazareth, wenn er in Bethlehem geboren ist? Weil er aus Nazareth kommt. Ja. Ja, Applaus. Und dann, wenn Weihnachten Freitag in 13. ist, wieso wird es auf den Samstag noch verschoben? Weil es ein kirchlicher Unglückstag war. Okay, weißt, danke dir. Was du? Wo ist denn das Morgenland? Ja, Indien. Zum Ende halt. Indien? Ja. Ja, kann man schon gelten lassen, oder? Ja. Und dann, ja, wenn Weihnachten am Freitag in 13. ist, wieso wird es dann auf den Sonntag drauf verschoben? Das ist ja einfach 24. Nein, denk logisch, wenn es am Freitag in 13. ist. Freitag in 13. ist, wieso wird es auf den Sonntag, noch auf den Sonntag drauf verschoben? Weihnachten? Ja. Freitag in 13. Ja. Ah, kann nicht. 24. Was haltest du von der Weihnachtsfeier und so Meditation? Ja, die Meditation ist fein. Ja, Weihnachtsfeier ist toll, dass ich es gemacht habe und dann zusammengesetzt habe. Und das finde ich halt eine gute Idee. Und Weihnachtsfeier, weil ich die letzten Tage wurde, vor Weihnachten, die sind noch Schule und das alles machen, ist halt voll streng. Dann ein paar andere Fragen. Wann wurde Jesus geboren und wo? Na, da ist es halt was gemein. Ja, also Jesus ist in Bethlehem geboren am 24. Dezember. Null. Kein Problem. Welchen Beruf hat er gehabt, Jesus? Ja, Jesus, er war ein Prophet, er war ein Heiliger. Was weiß ich, doch Jesus ist halt gewesen. Na, da ist doch zu schnell. Und, Jetzt musst du aber schneiden. Ja, hätte ich so geschneiden. Also wenn Weihnachten am Freitag in 13. ist, wieso wird es denn dann auf den Samstag noch verschoben? Nein, ich weiß schon.
Weihnachten ist am 24. So, was halten Sie von der Weihnachtsfeier im Gewerbe Ober? Alles ist besser für Schuhe, ja. Okay, dann eine andere Frage. Welchen Beruf übt der Jesus aus? Komm, Predigt. Wieso, wenn Weihnachten am Freitag den 13. ist, wieso wird es dann auf den Sonntag danach verschoben? Für Weihnachten kann ich den Freitag den 13. kommen. Hast du den 24. auf Nacht und den 25. Ich will das Kind nicht verherrschen. Nein, vor der Schule. Also vor der Weihnachtsfeier. Ja, was haltet ihr von der Weihnachtsfeier und von der Meditation? Ja, Meditation halte ich schon bei. In ihnen sein Bewusstsein zu finden. Wir haben schon gesagt, wir hätten gerne die Gitsche von Levi dabei. Weißt du, dann hätten wir alle so liegen. Nimm mal gerade auf den Boden. Gut, und jetzt ein bisschen zu den schwierigen Fragen. Wir haben die Heiligen Drei Könige geheißen. Kannst du mal welcher Balthasar, ja. Wir sind auch christlich. Ja, und dann, wo ist denn Jesus geboren und wann? Nazareth. Und nein, geboren ist nicht in Nazareth, Mona. Bethlehem. In den Stall rein. Bethlehem. Ja. Bethlehem. Und wo ist denn das Morgenland? Bei Neufrat und Tigris. Er ist zwei Stromlein. Russland. Zwei Stromlein. Israel? Ja, jetzt haben wir einander. Nein, Osten. Osten, ja, lass uns gut gehen, oder? Ja, kommen wir noch eine. Also, wenn Weihnachten Freitag den 13. ist, wieso wird es nach dem Samstag und noch verschoben? Was? Wenn Weihnachten am Freitag den 13. ist, wieso wird es auf den Samstag und noch verschoben? Er geht dir nicht einmal. Warum? Wenn es ein Freitag 13 ist, dann wird es wohl am Samstag verschieben, nicht? Weil ja, die Woche noch. Heute ist ja auch der Freitag. Aber es ist ja im 24. Monat. Viel geil. Was haltest du von der Weihnachtsfeier in der Oberstufe und der Meditation und so? Manchmal ist es eine einzigartige Sache da, der was Spaß daran hat. Ich kann eigentlich da mitarbeiten. Berg. Gut, und dann, wann wurde Jesus geboren? Ja, man weiß ungefähr um den Jahre 0 nach unserer Zeitrechnung. Gut, nicht schlecht. Wo ist denn das Morgenland? Das Morgenland? Ja, habe ich jetzt ausgesehen im Osten. Richtig. Und wenn Weihnachten Freitag in 13. ist, wieso wird es also Samstag und noch verschoben? Ja. Weihnachten ist leider nicht am Freitag. Obwohl am Freitag schon, aber nicht am 13. Gut. Feinstag. Gut, was haltet ihr von der Weihnachtsfeier und der Meditation? Ja, schon gut. Nein, finde ich gut. Das ist gute Sache. Ja. Gute Sache? Ja. Gut, dann wo ist denn das Morgenland? Nein, ist Asien. Ja. Nein, Morgenland ist Europa. Nein, ist der Anlauf gehalten. Ja, ist Europa. Nein, ist Asien. Nein, ist ja scheiße, ist Europa. Asien hat mich Ostheim geht unter und Europa ist Morgenland, was am Auge. Gut, wieso beschenkt man sich zu Weihnachten? Weil ich noch ein glückliches Dings, weil man sich gut fühlt. So wie ein Valentinstag, so, nicht? Ja, das ist ja scheiße. Ja. Ja, weil man sich gut fühlt. Ja, ja, wie heißen die Heiligen Drei Könige? Melchus, Balthasar und Kaspar. Kaspar, ja, ist ja scheiße. Und ja, hast du gleich in welcher Reihenfolge? Wieso heißt nur Jesus von Nazareth? Jesus von Nazareth wird wohl in Bethlehem geboren. Ja, weil er beide von ihm herkommt, weil seine die Mutter kommt von ihm. Die Maria. Die Jungfrau Maria. Ja, Jungfrau Maria, den Jesus geboren hat. Ja, er kommt von Nazareth. Ja, also die Weihnachtsfeier ist sehr religiös und geistig und deswegen halte ich das für ein gutes Mittel, um religiös zu sein. Ja. Und warum heißt eigentlich der Jesus von Nazareth, wenn er eigentlich in Bethlehem geboren ist? Weil Nazareth die Gemeinde von Bethlehem ist oder so. Frohe Weihnachten!